So, ihr Spasten, weil viele von euch gesagt haben, yo, ist ja richtig geil, gibt's heute noch eine Folge Warframe. So, übrigens, ich habe mir ein bisschen was überlegt. Ich möchte jetzt wieder so um den Schnitt jeden zweiten Tag, vielleicht manchmal auch nur jeden dritten Tag, Videos bringen, einfach um mich schon mal dran zu gewöhnen wieder. Wenn ja Arc kommt, dass dann ein bisschen mehr Videos kommen, Jungs. Gerade Zero-Plan, wo ich hin muss. Ah doch, ich habe einen Plan. Und zwar muss ich hier den Punkt neutralisieren und einnehmen. Oh, das wird allein jetzt eine richtige Challenge. Das wird allein jetzt die Überbolzung. Ihr seht das ja, da laufen dann die Prozentzahlen für die Points ab. Lol. Tür geht auf, ein Schuss kommt durch, Tür geht wieder zu. Habe ich das? Ja, habe ich. Okay, dann den noch abschnitzen, dass der das nicht direkt wieder einnimmt. Und da muss ich mich direkt auch auf den Weg zum nächsten machen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Auf dem Weg natürlich hier alles schön mitnehmen, was da ist. Okay, die Gegner führen leicht. Ihr seht links die Prozentzahl. Scheiße, nächsten Tower verloren. Wie soll ich das denn alleine machen? Verpiss dich, der geht doch schon wieder zum Punkt, den ich gerade geholt habe. Oh, you've lost control. Ja, die zocken mich hier ab, Jungs. Nee, die Mission ist kacke. Attentat auf Fossa, Jungs. Go. Hack mal hier den Scheiß kurz. Komplizierteste Hackung ever. Ach lol, nee, ich muss das hier hacken. Wumms, Wumms, in den Rücken, in den Rücken. Nice. Oh, da geht's wieder ab hier mit so einem Schild-Dings. Ich weiß nicht, ob das da oben das Teil ist, was das Schild macht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's hier gut ab mit irgendwelchen Laserteilen und Bebolzung. Und da oben in der Ecke sitzt auch wieder irgendwas. Auch down. Nice. Guckt euch das doch mal an. Und dem noch ein. Rein da. Nix gibt's. Nee, es macht mir unter anderem so viel Spaß, weil das Trefferfeedback so endgeil ist. Also es fühlt sich einfach unmenschlich gut an. Die Typen hier einfach einen nach dem anderen wegzurotzen. Und du ballerst und ballerst und denkst dir, gibt's überhaupt einen Morgen hier im Spiel? Oder ist die ganze Firma ein abgekatertes Unternehmen? Weiß man ja nicht. Man weiß es ja nicht. Jetzt haben sie den Alarm aktiviert. Kommt natürlich der fixe Shark zu Wert und deaktiviert ihn mal direkt wieder. Das können wir auch einen ganzen Tag so machen. Oh je, was ist das? Der Schakal. Jetzt habe ich im Bett die Boxen voll. Es verboxelt mich. Ich weiß halt nicht, was hier gleich passiert, ne? Guck mal erstmal, ob hier irgendwas ist. Ne, wahrscheinlich ist das hier gleich der Ausgang. Okay, dann. Oh, yo, 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 yo. Als ob. Er kriegt keinen Schaden. Wo muss ich draufbolzen? Wo muss ich draufbolzen? Auf die Beine oder was? Dann mit den Beinen machen wir. Er ist ein Riesenstomper. Als ob. Das geht ja durch die Wand dadurch. Ist ja assi. So, komm. Drücken und hau ihn weg. Alter. Was ist das denn? So, jetzt aber. Junge. Drohne noch. Alter. Guckt euch an, wie blutig ich bin. Und ich bin tot. So, mein Schild ist wieder down. Wahrscheinlich muss man das hier zu 10 machen. Mache ich den überhaupt Schaden? Raff's nicht. Der ist ja full life. Der ist ja full life. Und wie er ballert. Seht ihr das, wenn er dann auf mich zukommt? Komm schon. Jawohl, 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 jawohl. Jetzt gehen wir ihm, jetzt gehen wir ihm, jetzt gehen wir ihm. Komm schon, erstes Bein down. Erstes Bein down. Wir haben ihn. Was macht, was jetzt? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Muss ich draufhauen? Ja, jetzt muss ich draufhauen. Jetzt muss ich draufhauen. Jetzt. Oh, ich hab's verpasst. Und jetzt ist er wieder in seinem Modus. Alter, da bin ich ja krank ausgewichen. Ich muss ja nur hochspringen dann. Okay, Leute. Wir haben uns Support geholt. Jetzt sind wir zu dritt. Ja, sie locken hier einfach noch alles durch. Nice. Oh. Richtig geschlittert sind wir hier. Ich werde einfach nur hier hinten stehen und dem die Beine wegbolzen. In der Hoffnung gucken, wo die anderen irgendwie drauf schießen. Kann. Okay, er schnetzelt auf das, ne, er schnetzelt da. Ich glaube, da schnetzelt jeder gerade auf alles. Und er stompt jetzt einfach kein einziges Mal oder was. Aber wenn ich das alleine mache, dann geht er die ganze Zeit ab. Ich weiß auch gar nicht, warum wir ihm jetzt keinen Schaden machen. Okay, jetzt aber. Drauf, 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 drauf. Hä? Als ob es das schon war. Ich falle vom Glauben ab. Wie scheiße war ich denn dann? Das waren 3 Sekunden. Wir können auf den Merkur. Holy shit. Holsen, Maulsen. Man musste nämlich auch schon von der Erde auf die Venus traveln und jetzt halt von der Venus zum Mars. Volt Phantom. Da gibt es ja mal einen Endgegner, wenn man hier die ganzen Sachen gemacht hat, die man machen muss, um das hier freizuschalten. Und den heißt es dann einmal wegzuzimmern, bitte. Aber das sieht mir easy aus hier. Das sieht mir richtig easy aus. Habe ich Fähigkeiten? Habe ich sogar. Das heißt, wir stompen den einfach richtig jetzt im Grund und Boden hier, bis der nichts mehr macht. Easy. Und direkt durch die Map ist er mit. Oh, da sehe ich den Mars, da sehe ich den Mars, da sehe ich den Mars, Jungs. Drücken, go. Alles klar. Lad deine Superwaffe ruhig auf. Der Mars ist da, Junge. Du brauchst kein Wurmloch. Cruisen, cruisen.
Des großen Bösen. Hat Busen gesagt. Alles klar, okay, wieder die Gegner. Da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Das ist zum Beispiel so ein Faktor, bei dem ich dann sagen würde, ja, vielleicht spiele ich es ja doch nicht weiter, weil das sind dieselben Gegner, die es auf der fucking Erde gibt. Ich habe mir jetzt irgendwie schon erhofft, dass die hier wenigstens... Also die Raumstation sieht neu aus. Das ist Stuff, den ich noch nicht so kenne. Finde ich okay. Aber dass die Gegner die gleichen sind, finde ich läppisch. Zack, zack, zack. Oh, in einer Runde alle drei. Damit muss man den Alarm zurücksetzen, dass nicht wieder eine halbe Milliarde Gegner kommen, sondern halt nur noch 5 Millionen. Also wenn alle Planeten nur diese Gegner haben, dann bin ich sehr, sehr enttäuschend. Dann werde ich es höchstwahrscheinlich auch nicht weiterspielen, weil ich mir irgendwie schon erhoffe, eine Mod. Weil ich mir irgendwie schon ein bisschen noch... Oh, der war nice. Ein bisschen Abwechslung hier wünsche. Und nicht jeden Tag halt nur in einer anderen Ruine die gleichen Viecher abbolzen will. Gib ihm auch. Nice. Die sind sogar leichter als die letzten, Alter. Nice. Jo, wo kommt der her? Nice. Oh, mit Schild, Digga. Was willst du denn hier? Weißt, dass du hinten keins hast, ne? Ich glaube, das hätten sie ihm sagen sollen. Wahrscheinlich hat er ein Bewerbungsgespräch. Und da wurden dann gesagt... Hör mal, du kriegst ein Schild von uns. Dann wirst du sicher. Und da passt, du gehst vor und dann kommen die und du hältst einfach ein Schild hoch und dann passt schon. Haben aber nicht gesagt, dass er hinten keins hat. Mit Schild, Digga. Dem haben sie aber was Gutes gegeben. Nur für den, bei dem im Schild hat es nicht gereicht, ne? Für so ein richtiges Schild. Wahrscheinlich lief das gar nicht so ab, wie ich gesagt habe, sondern da standen 2 Millionen Soldaten und die hatten da ihre Knarren verteilt und Schilder. Und wer zuerst ich gerufen hat, der hat's gekütet. Ich meine, du weißt ja, in meiner Raumstation kommen gleich Typen und die sind richtig supernatürlich. Nee, übernatürlich, nicht supernatürlich. Wir machen ratzfatz und dann bin ich weg und dann... Flammenwerfer. Okay, wenigstens ein bisschen Innovation. Komm ran, zack. Hoho, richtig darunter gefetzt und den gleich mit. Die Hamsen dann haben sie halt hier neue Texturen verpasst. Okay, Crank, Crank. Der hält auch viel aus. Ein bisschen was Neues. Okay, bin ich mit einverstanden. Mal gucken, was noch kommt. Hast du mir gerade einen Kinnhaken verpasst? Der versteckt sich hinterm Schild. Deckung ist offen, du Affe. Nice. Wieder einer mit Schild, aber da machen wir es einfach. Zack, dahinter und von hinten in den Rücken. Hat er nicht gemerkt. Hat er nicht gemerkt, dass ich da an ihm vorbeigeslidet bin. Durch ihn durch. Nee, nee. Ach, wieder so ein Stompy. Oh, jetzt machen wir was Cooles. Jetzt machen wir was richtig Cooles. Oh, hoffentlich geht das. Ich will das Fass, ich will das Fass. Ja, hat funktioniert. Nur leider doch nicht so cool, wie ich das gerne hätte. Ich wollte nämlich eigentlich die Gegner damit plätten und nicht mich. Ich wurde auch schon gefragt, ob man mitspielen kann. Ja, kann man. Ich heiße Ingame Shark so bad. Sollte ich dann online sein, könnt ihr mich einfach adden, in eine Gruppe einladen. Und dann machen wir ein paar Mitskills zusammen. Ein paar Mitskonen. Mit Skonen und Missionen. Renn ruhig. Aber in deine Properze baller ich auch noch ein paar rein. Kommt her. Zack, zu mir. Und dich hole ich mir jetzt aber richtig. Wie ein Genji, Alter, fühle ich mich. Wollt mal gucken, was die können. Okay. Hö, was hat der denn da gemacht? Hat er die mit mir geöffnet? Nein, 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 nein. Du aktivierst keinen Alarm, Freundchen. Heut mal nicht. Heut mal nicht. Auch wenn es nicht schlimm wäre. Weil es nur mehr zu ballern dann für mich gäbe. Übrigens, das hier ist auch ein Extraktionspunkt. Da sind Raumschiffe. Werdet ihr da gleich sehen, aber erstmal looten. So, und zwar sind hier jetzt dann die Raumschiffe, wo wir jetzt reingehen. Dann werden wir weg transportiert. Onaniert. Zack, da ist es. Und ab dafür. Ja, Lotus, komm, halt's Maul. Freunde, das war's mit einer Doppelfolge Bossgegner oder was auch immer. Nächste Folge sehen wir uns bei ein paar Mars-Missionen. Und ja, hoffen wir mal, dass das ARK-DLC bald kommt. Tschüss.